Hallöchen, Popöchen, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Baldur's Gate 3. Letzte Folge haben wir diese Höhle hier entdeckt. Die war in einem Keller versteckt hinter einer Wand. Die haben wir eingeschlagen und hier ist alles voll mit Spinnen. Und wir sind gerade dabei zu erforschen, was man hier alles finden wird. Oh, Stiefel des Spinnenschritts. Spinnenschritt, immun gegen eingesponnen. Deine Bewegungsrate wird durch eingesponnene Oberflächen nicht beeinträchtigt. Bräuchten wir jetzt halt nur 10 Mal, ne? Zerflattertes Tagebuch, lesen. Ein Tagebuch voller hastiger, gezeichneter Diagramme von Spinnen und Zauberrunen. Die Beschriftung ist größtenteils verschlüsselt, abgesehen von wenigen Passagen am Ende, die in zittriger Gemeinsprache verfasst sind. Sie können meine Ergebenheit spüren. Es zieht sie an, ich höre sie in den Schatten, das Flüstern der dunklen Mutter. Beim Aufwachen habe ich in ein Spinnenseide eingewickeltes Geschenk gefunden. Ein paar Stiefel. Sie stammen von der Leiche eines Ketzers. Lold hat ihre Töchter geschickt, um meinen Glauben zu belohnen und mich wissen zu lassen, dass ich am rechten Ort bin. Noch ein Geschenk. Die Leiche eines Droh-Sigilen zierend sein Gesicht. Ein Arachnomant. Er besitzt die Macht, die Gestalt einer Spinne anzunehmen. Das ist eine Nachricht, ein Ruf. Mein Blut trocknet schon auf dem Dolch. Ihr gesegnetes Abbild in meine Haut geritzt. Okay. Ein kunstvolles Diagramm ist auf dieses Pergament gezeichnet und stellt eine Art Ritual dar. Ganz unten sind 2 Gestalten, eine Spinne und ein Elf, mit überlappenden Kreisen dargestellt. Ein einziges Wort steht darunter. Transzendenz. Okay. Ja, also so viele Spinnen waren da jetzt ja auch nicht mehr. Eigentlich voll schön hier, ne? So viele Spinnen waren jetzt da nicht mehr. Wir könnten einen Versuch wagen. Mal gucken, was die große fette Spinne drauf hatte. Ich bin erstmal immun gegen eingesponnen. Wir haben auch gut gerastet, eigentlich. Also ein Versuch wäre es wert, aber dann muss ich auf jeden Fall das hier wegmachen. Alchemistenfeuer. Kommt rein. Und mein Schwert, meine Zweihandwaffe, kann ich damit auch zuhauen? Oh ja, kann Feuerschaden machen. Dann behalten wir die mal in der Hand. Vielleicht können wir Spinnen glauben, Spinnen mögen, glaube ich, kein Feuer. Also wenn wir jetzt hier sind, da ist die dicke Spinne wieder. Und da unten liegt der komische Stein, den er erzählt hat in der einen Geschichte. Eieieiei. Den er holen wollte. Wo er sich einfach nur reinschleichen wollte. Weißt du, wie ich meine? Wenn ich die treffen könnte, ne? Was ist das hier? Ich brauche 6 Meter deiner Bewegungsrate im verbleibenden Zugwürfe zu 2-mal Fernkampfschaden. Okay. Heimlichkeit, Erfolg. Kritischer Fehlschlag.
Vielleicht schaffe ich sie von hier nochmal zu treffen. Ja, okay, das hat geklappt. Und dann weg hier. Fehlschlag. Und dann ab nach hinten. Oh nein. Oh fuck it. Okay. Oh nein. Oh nein. Das hätten wir nicht tun sollen. Ey, ich weiß gar nicht, warum die jetzt kommt. Die war gar nicht eingeladen. Also wenn ihr kämpfen wollt, müsst ihr hier hinkommen. So viel steht fest. Das hat jetzt einen Zauber verbraucht, ja? Und die Bonusaktion. Okay, jetzt verstehe ich das auch alles. Okay, wir verdrücken uns mal hier an die Wand. In der Hoffnung, was passieren wird. Die kleinen Kackviecher hier, die sind schnell erledigt. Mein Zug. Light on my feet. There's blood in the air. Yes. Fehlschlag. Du triffst aber auch gerade gar nichts, ne? Oh Mann, ey. Ja klar, alle vergiftet und tot. Direkt instant tot. Höllischer Tadel. Also, dass die sich teleportieren können und angreifen können, ist nicht fair. Das ist wirklich nicht fair. Können wir das mal festhalten? Alter, die macht Damage, oder? Spiel laden. Okay. Also, ne, ich bin wie gesagt davon ausgegangen, wir haben auch Heimlichkeit gewürfelt, dass wir nicht entdeckt werden von der Großen. Und da unten liegt halt was und ich habe keine Ahnung, wie ich da dran kommen soll. Allgemein muss ich gestehen, boah, ich glaube, wir gehen echt auf Entdecker. Ne, es geht ja, also ich will schon die Entscheidung haben, aber ich finde die Kämpfe echt schwer. Ich meine, wir sind auch erst Stufe 3 und kämpfen hier gegen was? Stufe, auch Stufe 3, die da oben ist Stufe 5 und knallt ordentlich. Okay, wir müssen uns das vielleicht mal aufschreiben, dass hier noch was war. Ich glaube, ich mache mir echt mal eine Textdatei. Neu. Textdokument. Baldur's Gate Orte. Dann. So. Also wir hauen hier ab, Freunde. Das wird nix. Lass uns flüchten.
Na komm. Na, also. Was ist denn jetzt passiert? Und warum ist das passiert? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Kurios. So, ich wollte mir das eben aufschreiben. Zerstörtes Dorf. Haus. Schmiede. Eingang links. Keller. Große. Blaue Spinne. So, und ich brauche diesen Stein, der da unten war. Dieser lila Stein. Den brauche ich für dieses Nekromantiebuch, was er dabei hat. Da muss der Stein rein. Manor. Naja, es ist wie es ist, ne? Es ist wie es ist. Okay. So, von hier sind wir gekommen. Und ich möchte gerne mal jetzt... Ach, guck mal hier. Da kann man jetzt rein. Da, also da hätte man auch in den Keller gekonnt. So, stopp. Wenn wir schon hier sind. Viele Geheimnisse hier in, für so ein kleines Dorf, wie ich finde. Zu seltsamen Reitern in der Gegend. Das da. Was? Hier ruft doch einer. Da. Ihr habt hier ein unsichtbares. Das sind viele, hä? Oh Mann, okay. Tun die mir erstmal was? Ich würde einmal gucken gleich. Na, werte Mitbürger, den Mitbürger sind wir, ob es euch gefällt oder nicht. Ich drucke mehrere Kopien dieser Nachricht und hänge sie in dieser Region aus. Zu nicht unerheblichen Kosten, weil ich mit wachsender Sorge und Beunruhigung die Anwesenheit seltsamer Reiter in dieser Gegend beobachte. Viele von euch werden sie gesehen haben, sie trampeln durch unsere Wälder und Städte unter dem Deckmantel. Sie seien auf Patrouille. Sie sagen, sie seien Wächter von El Turel, geschickt, um die Grenzen der großen und heiligen Nation Eltugard zu schützen. Lasst euch nicht von den glänzenden Rüstungen und den edlen Rössern täuschen. Ich habe nie vor einem Eltugard das Knie gebeugt und habe nie irgendeinen metallenen Hofnarren eingeladen, neugierig über meine Grenzzaun zu blicken. Wie ihr alle wisst, bin ich ein direkter Nachfahre der ersten selonitischen Siedler an diesen Ufern. Und ich habe einen Großonkel, der Halbelfe ist und das beschwören kann. Wir sind friedliebende Leute und wir verstehen uns recht gut mit den Druiden, aber ich zahle kein Tribut und keine Steuern an eine weit entfernte Stadt, die ich nicht einmal auf einer Karte finden kann. Es hat mir große Freude bereitet, diese Straßenräubern genau das mitzuteilen und ich rufe euch dazu auf, es mir gleich zu tun. Sie nennen sich Höllenreiter, ich nenne sie Eindringlinge und sie können geradewegs in die Hölle reiten. Sie sind sie und ihre Stadt. Mit großer Sorge und noch größerer Entschlossenheit. Damon Braska. Okay. Ist hier noch was drin? Da liegt noch ein Goblin. Ein Toter. Mal hier erst gucken. Auch nichts Sinnvolles. Kann ich mir die anschauen? Bringt gar nichts.
Aha. Guter Wein muss auch sein, ne? Na, vielleicht. Man muss die Sachen schon untersuchen, ne? Weil vielleicht ist da irgendwas bei. Okay, was haben wir denn da? Blaupausen. Weapon Blueprints. A master blacksmith's work. Not too refined here. Just quick ideas sketched out. Aha. Dünner Grottenschrat, dunkler Ring. Eieiei. Verfaulte Hühnereier. Rultan Feuerwasser. Just another crate. Okay. So, dann würde ich jetzt da oben hingehen. Der war gut. Hey, ich bin auch noch ein Mensch. Menschen müssen pupsen. Rette den Gnom. Ach, da hängt ein Gnom an. Da hängt ein Gnom am... am Drehding. Okay. Können wir hier oben hin? Nicht sicher. Dann können wir von oben runterschießen mit Pfeil und Bogen. Was sind alles EP? Die sollten wir mitnehmen. Oh. Warte mal, wie seid ihr denn hier hochgekommen? Hier hochgeklettert, okay. Wie viel Leben hat er? Nicht so viel. Erfolgreich. Mhm, der ist der tot. Kampf beginnen. Ihr dürft gerne alle herkommen. Verserk. Scheint der stärkste von denen zu sein. Dass sie da überhaupt hochkommen, also ehrlich. Alter, was? Direkt so ein Crit da reingekloppt. Also erstmal schießt du den hier weg. Der Weg ist unterbrochen. Ach komm schon. Dass man... Warum kann man nicht rückgängig machen? Warum kann man nicht rückgängig machen? Weil das war nicht, was ich machen wollte. Ich habe hier hingeklickt und der steht hier. Warum springt der jetzt runter? Ich finde, es fehlt eine rückgängig machen Aktion. Finde ich wirklich nicht gut. Ja, jetzt ist es zu spät, ich kann es nicht mehr ändern.
Er kann es jetzt, weißt du? Das ist doch einfach bescheuert. Kritischer Treffer. Dafür brauche ich eine Aktion. Das kann ich also immer machen. Eieieiei, okay, wir haben hier einen Priester. Gott, okay, ich ahne nichts Gutes. Wir haben jetzt zwei mit Pfeil und Bogen. Ja, okay, wenn ich tadel. Wie kriegen wir dich jetzt hier schnell wieder hoch, Alter? Ja, erstmal du spurten. Versuch dahin zu kommen. Wenn du es noch hier hoch schaffst, dann ist ja gut. So. Was braucht denn alles Aktionen? Klingenbann. Erleide nur halben Schaden durch Hieb und Stich und Wuchtangriffe. Das braucht wieder so einen Punkt. Oh, der hat gesessen, Alter. Finding my way. Got to focus. Tja, Fehlschlag, okay. Das verbraucht auch nur die Aktion, ja? Okay. Hm, guck mal, das verbraucht nämlich Zauberplätze. Was ist das hier? Die Wogen kommen hier erstmal nicht hoch. Das ist schon mal gut für mich. Ja. Was haben wir denn hier, Nekrot? Ich verändere, dass dein Ziel Trefferpunkte zurückgewinnt. Okay.
Wenn er einen Gegner triffst, muss er einen SG-11-Rettungswurf bestehen. Tja, hast du nicht bestanden, ha? Huh? Oh, Pissflitsche. Er kann jetzt hier hochklettern und kann ihn hauen. Fehlschlag, sehr gut. Er kann einfach zweimal hauen. Du kriegst jetzt schön von allen in den Arnus. Einmal ganz weit hier hinten in meinen Freund. Kommen wir soweit? Ne, diesmal nicht. Bam. So, jetzt macht's Sinn zu heilen. Das ist ein Stufe 2 Zauberplatz. Okay, verstehe. Aber ihr braucht echt Heilung. Mhm. Den haben wir erstmal hochgeheilt. Gewähre einer anderen Kreatur Vorteil bei Würfen auf Heimlichkeit. Ah ja, okay, jetzt ist dafür das Ding da oben weggegangen. Die haben jetzt wieder eine Range von bis nach Afrika. Spurten auf Walk, der ist jetzt unten. Okay. Aber du kriegst jetzt auch Giftschaden, ne? Oder? Fehlschlag. Miese Brise. Sehr gut. Der ist schon mal weg. Stellen uns hier hin. Da sind wir eigentlich gut in Sicherheit. Und jetzt möchte ich wieder so einen Doppelgänger beschwören. Das geht jetzt nicht mehr. Göttlicher Macht fokussieren. Bei kurzer Rast wird das aufgeladen. Okay, das wusste ich jetzt auch schon wieder nicht. Aber wäre schön, wenn man das direkt sehen könnte und nicht, also wenn das direkt draufstehen würde. Und nicht erst auf der, wenn man drüber fährt. Weißt du, wie ich meine? Bisschen runtergehen noch und dann bleiben wir stehen. Rutschst du aus?
fall by my hand. Fehlschlag, leider. Tja, da kommen wir aber auch nicht dran, ne? Da müsste ich schon dahin gehen, okay. Das ist der einzige, der noch... Wo ist denn der hier? Der Andächtige. Der andere. Ist das der hier? Ja. Wir haben ja nur zwei Wogen und die drei Goblins noch, ne? Deswegen können wir eigentlich gut in den Kampf gehen. Wenn der jetzt nicht hier übertrieben stark ist. Den kannst du jetzt nicht treffen. Kritischer Fehlschlag, das ist ja, also das ist schon was wieder traurig, ne? Forever dauntless. Fleet of foot. Fleet of foot. So, lass ihn mal hochkommen. Aha, jetzt flüchtet der wieder. Was haben die denn für einen Segen? Kann man das sehen? Lass mich doch mal lesen. Gegner bis zu drei Kreaturen, sie erhalten einen Bonus auf 1d4 auf ihre Angriffswürfe. Okay. Another step forward. Rettungswurf gelungen, also er ist nicht vergiftet. Autsch. Aua. Warum sind meine Charaktere alle so verletzt? Kann mir das einer erklären? Ich kann ihm jetzt trotzdem noch mit meinem Schwert in die Fresse hauen. Na, jetzt flüchtet ihr, ja? Auch wenn ich das jetzt benutze, geht ein Zauberplatz weg. Okay. Das ist ja eigentlich doof. Let's get going. Oha. Rauchpulverbombe. Wirft eine Bombe, die beim Auftreffen explodiert. Okay. Freunde. Ich würde sagen, die haben wir fertig gemacht. Pfeil der Säure. Den will ich noch looten. Das ist alles, was du dabei hast, das ist ja traurig. Er dreht sich da immer noch. Der hat schon Runde 5000 hinter sich. Primitiver Streitkolben und so ein komischer Schild. Also lohnt sich nicht. Hab ich den hier schon getötet? Scheinbar. Das ist der Brunnen im Übrigen, unten aus der Spinnenhöhle. Just another crate.
Oh, warte, ich stecke fest, glaube ich. Okay. Uns fehlt einer. Mit unseren Leuten. Was mit dir? So. Okay, die Mühle haben wir sozusagen befreit. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir die olle Mühle aufkriegen. Ey, das Schaf möchte auch noch looten. Nicht, dass da irgendwie Fleisch drin. Aha, das nehmen wir mit. So, wie kommen wir denn jetzt hier rein? Hier ist ein Eingang. Wir müssen hier rein, Freundchen. Vorsichtig mit euren Köpfen. Hebel, Bremse lösen. Bremshebel. Aha. Barkus Rot. Cut me loose. Was springt für mich dabei raus? Free me and find out. Mhm. Umbringen können wir ihn immer noch. Baga Kabara. There's pustulant thugs. Well, get on with it. Weiter mit was? You saved me. Now you'll extort me. That's how this works, yes? Ihr schuldet mir nichts. Nothing. Erzählt lieber, wie ihr gefangen wurdet. My own fault, really. I should have dropped my pack and outrun those bastards. Alas. Take my pack, if you can find it. The only reason those goblins caught me was its weight. I'll travel lightly from now on. Ihr seid aber weit weg von zu Hause für einen tiefen Gnom. Ignorance is alive and well, it seems. Deep gnomes aren't restricted to the Underdark, you know. I've lived in Baldur's Gate for years. I'm in search of a friend. I fear he's in trouble. See this? I gave it to him years ago before I left home. I found it around the neck of a thug in the lower city. It was speckled with blood. My friend, nowhere to be found. But I still have hope. I have reason to believe he's in the Underdark. Hopefully, I'll pick up his trail from there. I always help my friends. On that note, I bid thee farewell. If we should meet again, well, we will have met again. Ah ja, okay. Wenn wir uns wiedersehen, dann sehen wir uns halt wieder. So, ich gehe mal eben da rein. Ihr bleibt hier. Da hinten kann ich nichts machen. Ich gehe mal die Leiter hoch. Eieieiei. Tierkadaver. Was haben wir hier? Provisorischer Speer. Jutesack. Eine Möhre. Was haben wir hier? Oh. Gegrillte Rothär. Roter? Rothär? Roter Rippchen? Okay. Wir gruppieren uns und treffen uns hier. Hier ist ein Schrein oder sowas gewesen. Den haben die platt gemacht. Junge, ey. Also, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, ne? Es ist einfach irre. Irrer Scheiß. Was man hier alles machen kann. Inventar.
zertrümmertes Weinfass. Okay, hätte ja sein können. Verfaulter Pilz. Kannst du behalten. Verfaulte Tomaten. Handtücher. Verfaulte Karotte. Bringt halt auch nichts mehr, ne? Rauchpulversack. Das Rauchpulver drin explodiert, wenn es entzündet wird und fügt allen in der Nähe Schaden zu. Stangenbrot. Das nehmen wir mit. Oha, flinke Funken. Wenn der Träger im Kampf spurtet oder eine ähnliche Aktion ausführt, erhält er 3 Blitzladungen. Okay. Dann sind die ja was für dich, mein Mäuschen, weil die sind für mittlere Rüstung. Sehr schön. Still breathing, despite everything. Moving in. Okay. Wir gehen wieder raus. Sehr nice. So, wir haben jetzt hier ziemlich alles entdeckt in dieser Ecke. Und jetzt, wenn wir auf die Karte gucken, würde ich hier hingehen und hier das Haus erkunden. Und dann gehen wir diesen Weg entlang, um dorthin zu kommen. Hier habe ich schon geöffnet. Vermissten Plakat. Missing children. Maggie Terrence, Marcus Terrence, Mathen Deitch, Rochelle Kirk. Es werden Kinder vermisst. Okay. Wir müssen wieder hier hoch. Ich weiß nicht, ob die da hochkommen können. Hallo. Also, warte mal. Können wir auch irgendwo anders auf dem Dach? Wir könnten auch hier aufs Dach. Ich bringe jetzt eben die Gruppe da hoch. Ach, du heiliger Bimbam. So, wir stellen uns hier hin. So. Dann entgruppiere ich euch. Und dann versuche ich die mal anzulocken. Ich muss halt jetzt Bonus spurten. Spurten. Also ich greife auch immer irgendwie jeden direkt an, ne? Ich gebe denen gar nicht die Chance. Ich weiß da auch nicht. Aber die werden nicht freundlich gesinnt sein.
ihn gar nicht interessiert. Huch, das habt ihr mich gesehen, ja? Okay. Bleib mal hier stehen, ich weiß ja nicht, was die drauf haben. Ich werde euch zerschmettern. Okay. Tja. Oh! Die können doch werfen. Time to push my luck again. On my way. Ach, meine Aktion ist verbraucht, okay. Naja, okay, ich stelle mich mal hier hin. Und wieder nach hinten. Okay, den hat er erwischt. Der hat irgendwie ist er jetzt voll mit Säure oder so. Säurepfeil. Tatsächlich. So. Vom Tod gerettet. Ich kann nichts sehen wegen der komischen Kamera. So, du musst auch nach hinten flüchten. Okay. Das hat also nichts gebracht. Alter, der klettert da hoch. Okay. Wohin spurtest du? Ich will wohl nicht sagen, dass der jetzt hier so eine kleine Leiter hochklettern kann. Wer ist dran? Sie. Was hebst du den auf? Vielleicht war es nicht die beste Idee, die Riesen da anzugreifen. Ich habe gerade Schiss, dass er daran will. Weil einen anderen Weg hoch gibt es nicht. Ihr wollt doch wohl nicht. Ihr könnt doch nicht so eine Leiter hochklettern, oder? Schlag. Battle favors the fearless. Ja. Geh mal hier hin. Ach,
Fehlschlag. Das lief nicht so gut. Na? Warum hat er so viel Leben schon wieder? Habe ich den nur einmal getroffen? Oder hält er sich? Oh. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Wie kann der denn bitte hier lang werfen? Das ist mir auch ein Rätsel. Gut, wir gehen mal schön hier hin. Und jetzt gehen wir wieder hier runter. Und Will, du musst dich unbedingt hier hinstellen. Na? Ich zertrümmere euch den Schädel. Er sieht uns. Er sieht aber auch immer nur den Will. Sie kann ihn dann aufheben immer. Eigentlich easy. Wie oft bist du schon gestorben? 1000 Mal. Hier keinen guten Punkt, wo wir nicht gesehen werden von denen. Shouldn't have made me your enemy. Ah, zack. Viel kann er nicht mehr haben. Come on, then. Lump der Erleuchtete. Wo wirft Lump denn jetzt durch? Durch die Decke? Also... Das finde ich echt nervig an dem Spiel. Dass die durch so Sachen durchschießen können, ist einfach dumm wie Kackenbrot. Ah, der wirft jetzt auch wieder irgendwo durch die Decke. May the gods take you first. Viel kann der da auch nicht mehr haben hier. Der sieht uns doch jetzt hier. Forever dauntless. The dauntless. Ne, der muss einfach stehen bleiben. Komm, gib ihm jetzt. Na, ihr seht, also wir sind schon bei 54 Minuten und ihr seht, das dauert noch ein Weilchen. Deswegen, ja, machen wir erstmal, ne? Ihr kennt das. Ein bisschen Liebe da lassen, Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns in der nächsten Folge.